Hinweis: Ich bin kein Arzt, kein Mediziner und auch kein Wissenschaftler. Es ist in diesem Video alles nur meine Meinung. Ich nenne nur meine Meinung zu manchen Studien, Tests und wie schädlich die Shisha mal dargestellt wird gegenüber der Zigarette. Ich vertrete also nur meine Meinung zu meiner jahrelangen Erfahrung mit der Shisha. Das ganze Video ist ein Ausschnitt aus einem Stream vom 11.01.2021, den ich hier als einzelnes Video hochlade. Eure sachliche Meinung ist gerne in den Kommentaren gesehen. Kommentare, die nur beleidigen, werden einfach gelöscht. Viel Spaß mit dem Video. Ich möchte gerne mal Dark Pen rauchen, hätte aber Schiss wegen Gesundheit. Meinst du, es ist sehr viel schädlicher als Virginia? Gute Frage, Alter. Das ist so eine Sache, da habe ich noch nie mir drüber Gedanken gemacht. Ich würde sagen, nein. Also ich würde sagen, dass Tabak Tabak ist. Hat jemand Erfahrung mit? Also das ist zum Beispiel eine Frage, darauf habe ich keine Antwort. Das ist definitiv eine Frage, darauf habe ich keine Antwort. Ist dunkler Tabak schädlicher als Virginia? Es ist ja auch eine Tabakart. Also dass beides nicht gesund ist, ist klar. Aber ja, und auch wenn, wäre es mir persönlich egal. Ist doch das gleiche, nur mit mehr Nikotin. Klar, mehr Nikotin. Jein, Nikotin ist nicht. Nikotin hat keine. Also für mich persönlich ist Nikotin kein Schadstoff. Nikotin ist ein Nervengift, was dich abhängig machen kann. Macht schneller süchtig, ist absolut Schwachsinn. Nikotin betitelt man ja immer als Nervengift. Warum haben mich normale Zigaretten... Ich habe 3 Monate durchgeraucht. Ich habe 3 Monate jeden Tag 15 Zigaretten geraucht. Ich habe von einem auf den anderen Tag aufgehört. Vielleicht hat das Nikotin auch in der Zigarette, ist das nicht ganz so meins. Alles kann man erkennen. Ich mache auch YouTube schon. Absolut richtig. Absolut schon. Absolut richtig. Also ich rauche schon seit Ewigkeiten keine Zigaretten mehr. Shisha mache ich auch nicht absolut vom Nikotin aus. Vielleicht schon. Vielleicht kann man auch sagen, dass ich Shisha süchtig bin. Ich sehe Shisha eher als Genuss. Bei mir ist immer noch ein bisschen mehr dahinter. Wenn ich jetzt streame und heute, ich streame jetzt heute und ich rauche keine Pfeife, da steht der ganze Chat, warum rauchst du heute keine Pfeife? Der ganze Chat. Wenn man davon ausgeht, dass ich immer Pfeife rauche. Das ist die Sache. Und bei E-Zigarette ist bei mir der Punkt, ich liebe dieses Drücken im Hals. Hashtag no homo. Dieses, wenn du ziehst und dann kitzelt das so leicht im Hals, weil das so viel Nikotin ist, weil das Nikotin einfach drückt. Da sage ich, danach bin ich süchtig. Ja, weil ich kann damit ohne nicht. Also ohne Autofahren ohne geht nicht. Autofahren ohne geht nicht. Ich brauche dieses Drücken, weil das dann so ein bisschen beruhigt. Was sagst du zu diesem Vergleich mit Watte, was schädlicher ist? Shisha oder E-Zigarette? Kann man nicht ganz sagen. Also... ich finde, es ist immer ein bisschen an den Herbanen herbeigezogen. Für mich persönlich hat Shisha nicht diese Schädlichkeit, wie es dargestellt wird. Und das ist diese Schädlichkeit, dass... ich sage euch, was meine Meinung dazu ist. Eine Kippe wird komplett verbrannt. An einer Kippe bleibt nichts übrig. Außer der Stummel und ein bisschen Papier. Man sollte nicht bis auf den Filter rauchen. Das habe ich gemacht früher, wo ich ja immer besoffen war. Das ist nicht ganz so geil. Das ist der Unterschied zwischen Kippe und Shisha. Bei einer Kippe wird das Papier komplett verbrannt. Das ziehst du dir komplett in die Lunge. Und der Tabak. Du hast in dem Sinne keine Rückstände außer Asche. Bei Shisha ist der Punkt, ich denke mal, das wissen auch viele Wissenschaftler, Studienmacher, Leute, die irgendwas in die Welt setzen, nur damit sie eine Meinung haben, dass bei Shisha wird erst, was ist bei Shisha der Grund, warum es so raucht? Guckt euch gerne mein Video dazu an, Zigarettentabak im Kopf. Da habe ich Zigarettentabak im Kopf reingemacht und ich habe auch mal Zigarettentabak mit Molasse angemischt. Der Punkt, warum eine Shisha raucht, liegt einzig und alleine an der Molasse. An einer Flüssigkeit. Eine Flüssigkeit, die in dem Sinne nichts Schädliches hat. Wie es eine Zigarette hat. Und das ist der Punkt. Das Problem ist aber, der Shisha-Tabak wird im gleichen Atemzug, eigentlich verschwellte er nur die Molasse, im gleichen Atemzug verbrennt aber auch der Tabak zum Teil, weil es halt eine unnormale Hitze ist. Und aus dem Verbrennen des Tabaks, dadurch tritt die Molasse aus dem Tabak aus. Oder wird komplett verbrannt oder komplett verdampft. Es bleibt ja im Endeffekt nur trockene Scheiße übrig. So, aber keine Asche, wie bei der Zigarette. Es wird nicht komplett verbrannt, der Tabak. Außer wenn ich da mal wieder 3 Kohlen drauf gebe und absoluten Vollkontakt rauche, dann wird das da oben auch verbrannt. Aber das ist die Sache, dass das ist für mich der große Unterschied. Und deswegen würde ich immer sagen, Shisha
ist nicht so schädlich, wie es dargestellt wird. Passt auf mit Halbwahrheiten. Es ist meine Meinung, MK303, und meine Meinung darf ich wohl noch vertreten. Das ist meine Meinung dazu. Weil es wird immer gesagt, dass es raucht ja mehr und da muss es ja schädlicher sein als Zigarettentabak, weil Zigarettentabak raucht ja nicht so viel von der Rauchmenge. Ja, Digga, wenn ich da oben trockenen Shisha-Tabak reinmache, raucht das auch nur wie eine Zigarette. Es ist diese scheiß Kackmolasse, die verdampft. Und das ist das Ding. Und deshalb ist das meine Meinung. Ich bin kein Wissenschaftler, ich habe keine Utensilien, aber ich sehe es rein von nur wie die Funktion, wie es funktioniert. Bro, du hast eben gesagt, du rauchst eine Pfeife aus dem Grund, kein Hate zu bekommen, bin enttäuscht. Ich habe gesagt, dass ich im Stream, wenn ich mal im Stream keine Pfeife rauchen würde, würden sich alle fragen, warum ich keine Pfeife rauche. Ich kann auch mal einen Tag nicht rauchen. Und Nikotin ist halt auch drin. Und Nikotin ist, soweit ich weiß, schwächer drin. Auf die Anzahl gesehen. Oh, das ist, bei den Inhaltsstoffen ist schwierig. Ich weiß nicht, wie viel Prozent ist in der Dings drin, in der Zigarette. Die Sache ist halt, ich weiß, ich habe vergessen, eine Donation vorzulesen. Ansonsten habe ich aber eigentlich alle vorgelesen. Das Ding ist, du kannst halt nicht eine Zigarette mit einer Shisha vergleichen. Du kannst aber nicht vergleichen, eine Stunde lang Kippe durchrauchen mit einer Shisha. Das kannst du auch nicht vergleichen. Weil wer raucht eine Stunde Zigarette durch? Das geht ja auch nicht. Das macht keiner. Außer ich auf dem Konzert früher. Deswegen musst du schon so 10 Zigaretten vergleichen. Und es wird halt immer verglichen, eine Shisha, in dem Sinne eine Shisha von der Rauchmenge mit einer Zigarette, und dann wird hochgerechnet, wie viel Zigaretten braucht man, dass so ein Rauch entsteht. Das finde ich ist der falsche Ansatz, das so zu rechnen. Ist meine Meinung. War nicht böse gemeint, allerdings absolut richtig. Ich habe das auch nicht böse gesehen im Kauf, wenn ich vielleicht ein bisschen pissig geantwortet habe. Absolut nicht böse. Es ist meine Meinung, das muss ich mit dazu sagen. Es ist meine Meinung. Ich bin absolut kein Wissenschaftler. Ich bin absolut kein weiß ich was. Mich stört auch nicht, wenn jemand Zigaretten raucht. Das muss jeder selber entscheiden. Ich will auch nicht die Zigarette runterziehen. Ich sage auch, eine Zigarette ist auch mal was Geiles. Oder ich verstehe, dass manche Leute Zigaretten rauchen, weil es auch ein bisschen runterzieht. War früher bei mir auch so. Und Zigarette kann Stress lindern. Aber ich will dazu sagen, dass es meine Meinung ist, rein aus dem Punkto, wenn mir meine Oma sagt oder mein Vater sagt, boah, das raucht ja, das muss ja irgendwas, sag ich, ja, da hast du recht, dass es mehr raucht. Der Rauch liegt aber nicht am Tabak. Der Rauch liegt an der Molasse. Bringt man den Tabak aus, wascht den mal aus mit Wasser, bis er trocknet, raucht den in der Pfeife, den ganzen Kopf. Der wird nichts groß rauchen. Es wird zwar mehr als eine Kippe rauchen, der immer noch ein bisschen in dem Tabak drin ist, aber es wird trotzdem nicht viel rauchen wie sonst, da die Molasse das große Ding ist, was diesen Rauch erzeugt. Und deswegen kommen wir mal auf den Stream von gestern, da hat jemand gefragt, was passiert mit Tabak, wenn er abgelaufen ist. Ein Tabak kann austrocknen mit der Zeit, und wenn ein Tabak austrocknet, raucht er weniger und schmeckt weniger, da die Molasse austrocknet. Oder Melasse, das ist der große springende Punkt. Weisheit mit Dölle, ja, ich kann auch mal einen Tag nicht rauchen. Ja, das ist auch wie der Spruch, ich kann mal einen Tag keinen Alkohol trinken. Das ist halt, wenn der Süchtige sagt, der kann mal einen Tag verzichten. Taktik S, 3 Euro, danke dir. Kuss für die 3 Euro. Jeder soll einfach das rauchen, was er möchte. Am Ende trifft jeder seine eigene Entscheidung und niemand zwingt ihn wegen. Deswegen guten Rauch. Kuss geht raus für die 3 Euro. Dicker, dicker Kuss. Und absolut richtig. Absolut richtig. Jeder soll das rauchen, was er möchte. Den Tabak rauchen, den er möchte. Ja, aber es ging ja allgemein um den Vergleich. Also was meine Meinung dazu ist. Deswegen, dass eine Shisha 100 Mal schlimmer soll als eine Zigarette, ist an den Haaren herbeigezogen. Meiner Meinung nach. Ich weiß halt nicht, weil Teer ist zum Beispiel nicht in der Shisha drin. Und Teer ist, glaube ich, auch ein sehr springender Punkt bei einer Zigarette. Übrigens sieht ja nicht immer, wenn ich auf den Tisch bin. Ich muss das immer mal auf mein Knie machen. Teer ist auch ein springender Punkt bei Dings. Ich glaube, Teer ist im Shisha-Tabak gar nicht drin. Wie gesund jetzt VG, also Glycerin, ist, okay, Glycerin wird auch in der Arznei angewandt, aber jetzt das zu verdampfen, weiß ich nicht. Generell, merkt euch eins, das Einzige, was gesund ist, ist Luft und Liebe von Mutter Natur. Nicht mal, wenn ich draußen in Berlin auf dem Alex stehe und die Autogase einatme, nicht mal da ist es gesund. Nicht mal, wenn ich auf dem Alex stehe. Da fahren so viele Autos, nicht mal das ist gesund. Aber das wäre safe so ein Stream-Highlight, was man mal hochladen müsste, wo ich da mit meinem Halbwissen prahle.
Könnte viele Klicks geben. Aber wie gesagt, das ist meine Meinung. Ich akzeptiere jede Meinung, die es da gibt. Außer die von den Wissenschaftlern, die sagen, das ist 100-mal schlimmer als eine Zigarette. Das, finde ich, ist ein bisschen herbeigezogen. Und auf die Eingangsfrage zurückzukommen mit der Watte. Es wird halt gezeigt, was du dir halt per Augen, per Sehen, was man sieht, was du dir reinziehst. Ist auf der einen Seite ein bisschen hergezogen, aber auf der einen Seite richtig, weil wo soll das, was du siehst, weil etwas, was du siehst, was du dir reinziehst, was ja an der Watte dran hängt, wo die Watte denn gelb oder braun wird durch Zigaretten, wo soll das hin? Das kann ja nur in der Lunge landen. Und das ist ja natürlich nicht geil. Aber das ist genau der Punkt wie mit E-Zigarette, dass man bei E-Zigarette sagt, dass du dir immer so ein bisschen Feuchtigkeit, weil es ja nasser dampft, wird die Watte mal so ein bisschen nass. Wo soll denn dieses Flüssigkeit? Das ist ja ähnlich, als wenn ich einen Wasserkocher anmache und oben den Deckel auflasse und mein Gesicht drüber halte. Anderes ist E-Zigarette auch nicht. Es wird nur Flüssigkeit verdampft. Das hast du ja bei der Shisha nicht. Da ziehst du dir in dem Sinne trockenen Rauch rein. Deswegen, ja. Ist das mit der Watte mal ein bisschen an den Haaren herbeigezogen? Aber wo muss das hin? Es muss ja irgendwas hin, wo es siehst.